So, zweiter Start mit dem Bald-Eagle hier von EMS Paritech. Wie ihr eben gesehen habt, er geht schön los. Ich habe noch ein bisschen die Querruder noch mehr reingemacht, sodass der jetzt noch ein bisschen agiler wird in der Längsachse. Und er reagiert auf das Seitenruder hervorragend hier. Das sind ja auch riesen Ausschläge, die wir hier zur Verfügung haben und richtige Wirkung. Und über den Hebel dreht er die Hochachse wunderbar. Und dann wollen wir jetzt noch mal starten. Wind hat ein bisschen gedreht. Okay, dann geht's los. Ihr seht, wie der in den Himmel geht. Jetzt haben wir 50 Meter erreicht. 100 Meter. Und jetzt machen wir den Motor aus und das reicht schon. Schön an, ganz schwach. Das sind 0,2 oder 0,0. Jetzt ist ein bisschen. Ah, jetzt haben wir einen halben Meter steigen, also 0,4. Sehr schön. Richte ihn nochmal auf. Aber das Steigen ein bisschen. Ah, jetzt bin ich im Zentrum. Ah, 0,6 haben wir. 113 Meter Höhe. Horcht mal selbst mit hier. Ein runder, satter Bart. Ich mache den jetzt noch langsamer, indem ich mal die Wölbklappe noch mehr runternehme. Plus 0,1. So, da ist er enger zu nehmen, der Bart, so. Verlagern zum besseren Steigen. Seitenruder leicht in die Kurve geben, gegen Querruder. Aber wunderbar, wie der dreht. Jetzt haben wir die Auslösetemperatur bei 33 Grad Celsius erreicht gerade. Da hinten kommen. Liegt Kaltluft auf der Warmluft auf. Und dann entstehen natürlich jetzt die Wärmegewitter in den nächsten paar Stunden. Aber wie ihr merkt, das Variometer von Veatronic. Gekoppelt mit dem GPS, macht schon richtig gute Performance, dass man auch die schwache Thermik so gut nutzen kann. Und mit dem Bald-Eagle ist das ja eine wunderbare Sache, mit 6 Meter Spannweite. Plus 1,0194 Meter. Jetzt sind wir von 75 Meter anfänglich jetzt auf die Höhe gestiegen. So, jetzt habe ich mal abkippen lassen. Wunderbar.
im Abrissverhalten, macht eine halbe Umdrehung. Das sind jetzt gut 500 Meter. Da hinten scheint doch was zu gehen. Also den Bus gibt es mit Fahrwerk und gibt es auch ohne Fahrwerk. Ich fahre jetzt das Fahrwerk mal auf. Ich lege noch neutral. Die Klappen fahre ich jetzt leicht aus. Hat keine Tendenz, irgendwie auf die Nase zu gehen. Wie ihr seht, sauber rein, muss noch über die Baumstämme. Hab leichten Schiebewind. Das war es schon. Ja, liebe Fliegerkameraden, das war mal so ein ausgedehnter Tag mit 0,2 bis 0,6 in Spitze, mal 1 Meter steigen pro Sekunde an einem sehr stabilen Tag. Wir haben hier 32 Grad, das ist auch unsere Auslösetemperatur. Ja, liebe Fliegerkameraden, ein toller Flieger. Ihr habt ja gesehen, ich habe ihn längere Zeit auch kurbeln lassen, ohne dass ich an die Knüppel gegangen bin. Er hat einfach den Bart so gelassen, wie er ist und ist dann ganz sauber dran gestiegen. Also der Bald Eagle mit seiner 6 Meter Spannweite ist ein toller Freestyler. Danke.